Hallo, ich grüße euch. Heute wollte ich mal etwas zum Thema Armbanduhren sagen. So, ich sammle Armbanduhren seit, weiß nicht, 40 Jahren und habe so rund 500 schon durch. Die meisten habe ich nach kurzer Zeit wieder verkauft und ich will einfach mal einen Erfahrungswert abgeben, weil die Uhrenindustrie befindet sich zurzeit in einer, naja, Krise. Und die erinnert so ein bisschen an die Quarzkrise, die wir so in den 70er Jahren hatten, als die ganze europäische, insbesondere die Schweizer Uhrenindustrie und auch die amerikanische so langsam die Hoffnung verloren, jemals wieder einen Fuß auf den Boden zu kriegen, weil es wurde die Quarzuhr erfunden, die am Anfang so teuer war, dass sie teurer war wie ein mechanisches Uhrwerk und die Schweizer Uhrenindustrie ging den Bach runter. Wir haben kaum noch eine Uhr verkauft und da sind auch eine Menge Hersteller platt gegangen. Es kam nachher nicht ganz so doll, wie man glaubte, weil die Quarzuhren wurden schnell ganz billig und dann haben sich Leute wieder umgepolt und haben doch wieder mechanische Uhren gekauft, ja. Und heute sind die Schweizer wieder ganz, ganz, ganz weit oben. Aber es sah am Anfang nicht so aus, ja. Jetzt haben wir die zweite Krise, die sogenannte Smartwatch-Krise. Das heißt, immer mehr Leute kaufen Smartwatch, um ein paar Zahlen zu nennen, ja. Es werden im Jahr weltweit etwa 800 Millionen Armbanduhren verkauft. Davon sind 100 Millionen mittlerweile heute schon Smartwatches, ja. Etwa die Hälfte davon, also 45 Millionen, verkauft alleine die Firma Apple. So, dann könnt ihr euch vorstellen, Apple ist mittlerweile nach Umsatz gesehen, der größte Uhrenhersteller der Welt. Und das im Grunde aus dem Stand, denn vor 7 oder 8 Jahren gab es die Apple Watch noch gar nicht, ja. Was das auslöst, weil die Quarzuhren, die sind im Moment nicht mehr so gut zu verkaufen. Insbesondere das, was die Fast-Fashion-Industrie so auf den Markt wirft, also so Diesel oder sowas, oder Tommy Hilfiger. Oder was sagt die Bennett, den gibt's die noch, weiß ich nicht, ja, die gab's mal, ja. Und die ganzen Modelabels, ja, also jeder, der irgendwie mal was mit Mode gemacht hat, der bringt ja auch eine Armbanduhr raus. Die ist meistens von Fossil. Fossil hat aber keine eigenen Fabriken und die bauen ja irgendwo in Fernost. Eingebaut ist da so ein billiger 5 Dollar teurer Quatsch-Chip von Seiko oder von Miyota, von Citizen. Oder von irgendwelchen China-Herstellern. Und naja, die Uhren werden dann so für zwischen 300 und 500 Token verkauft und haben eigentlich einen Wert von 50, ja. Ja, das macht die Fast-Fashion-Industrie. Die Uhren sind dann so ausgeflippt, dass man sich nach wenigen Wochen schon dran satt gesehen hat. Ich habe einen Fehler auch mal gemacht, habe mir auch mal eine gekauft. Ich will die mal zeigen. Ist schon ein paar Jahre alt, die gibt es heute auch nicht mehr. Das ist eine Uhr von Diesel. Ja, also nicht Vin Diesel, sondern die Jeans-Marke Diesel, ja. Ein imposantes Gerät mit 52 mm Diameter, ja. Die fand ich so geil, dass er damals beide Beine vorausgerissen hatte, um die zu kriegen. Als ich 2 Wochen getragen hatte, da hatte ich ja schon keinen Bock mehr drauf, ja. Also, das ist Kunst, das kann weg, ja. Die trage ich nicht mehr, die ist zu groß, die ist zu dick, die ist zu schwer und ja, die sieht mir auch zu extravagant aus, insbesondere das hier. Ja, das fand ich am Anfang total geil, aber die Begeisterung, die lässt sehr schnell wieder nach und das ist bei Fast Fashion Uhren eigentlich immer so. Ihr findet die super geil, aber nach ein paar Wochen nicht mehr. Ja, also ist schlecht angelegtes Geld. Erstmal sind die Uhren viel zu teuer, weil es billige Quarzuhren sind. Gehäuse und Armband ist alles nur sehr unterdurchschnittlich. Ihr habt also eine relativ schlechte Uhr für teures Geld gekauft und nach ein paar Wochen wollt ihr die nicht mehr anziehen, ja? Da müsst ihr wieder neue kaufen. Das ist genau wie bei den Klamotten eben auch, ja? Je auffälliger und je extravaganter die Uhr ist, desto schneller sieht man sich dran satt und will wieder eine neue haben. So ist es leider, ja? Das ist meine Erfahrung. Daher Finger weg von den Fast-Fashion-Modellen. Da kriegt ihr für viel Geld eine schwache Uhr und nach 3 Monaten wollt ihr die nicht mehr.
ist meine Erfahrung. Ja, und jetzt also immer die Frage, gibt es wirklich einen Tommy Hilfiger, ja? Gibt's den? Oder ihr Bruno Banani oder so? Also ich weiß gar nicht, ob die wirklich existieren oder ob das so Kunstnamen sind, ja? So wie bei CSI Las Vegas oder CSI Miami, ja? Da hatten die ja immer so tolle Namen, ja? So Sarah Seidel oder Gil Grissom, ja? Also super geil, ja? Also wenn man den richtigen Nachnamen hat, kann man sich noch den Vornamen dazu machen lassen, ja? Kelly Duquesne, ja? Horatio Caine, ja? Alles sind geile Namen, das muss man sagen, da haben die sich wirklich Mühe gegeben. Aber es gibt, glaube ich, wirklich nur wenig Leute, die wirklich so heißen, ja? Ja, und ob es wirklich einen Tommy Hilfiger gibt, oder einen Bruno Banani, oder einen, was weiß ich, wie heißt ihn ja? Calvin Klein, gibt es den wirklich, das gibt es, glaube ich, wirklich, ja? Ich weiß nicht genau, ja? Also, ich habe keine Ahnung, ja? Also, ich zweifle immer irgendwo dran, dass. Ich glaube, das ist eine reine Marketing-Scheiße, ja. Und einprägsame Namen verfangen aber, ja. Auch wenn dahinter keine wirklich reale Person sich verbirgt. Oder wenn diese Personen sozusagen ja, Kunstnamen tragen oder ja, Künstlernamen, ja. Obwohl sie eigentlich keine Künstler sind oder so erst, ja. So, jetzt will ich mal kurz was zeigen, und zwar Smartwatches habe ich gehabt von Apple. Die Apple Watch, die habe ich im letzten Jahr 14 Tage gehabt, danach habe ich wieder verkauft, weil die ganzen Messwerte, die Uhr so anzeigt, von Sauerstoffsättigung über Puls bis hin zu GPS-Koordinaten und alle 5 Minuten hat die gerappelt, die haben ihr Trainingsziel erreicht. Ja. Da bin ich mal kurz zur Kantine gegangen, habe mir ein Mettbrötchen mit Zwiebeln geholt, ja, und dann hatte ich ein Trainingsziel erreicht, ja. War sehr interessant. Dann eine halbe Stunde später bin ich zum Klo gegangen und habe das Mettbrötchen wieder weggebracht, ja. Und dann hatte ich schon wieder ein Trainingsziel erreicht, ja. Und wenn ich dann abends in der Kneipe ein Bierchen trinken war, da hatte ich sogar, praktisch war ich Weltmeister schon, ja. Habe schon so viele Trainingsziele erreicht, jetzt schon quasi als Spitzensportler durchgegangen wäre. Also die Olympiamedaille war in Reichweite, ja. Und was habe ich gemacht? Gewichte eben in der 0,2 Liter Klasse, ja. Ja, genau, Forrest Gump, der dachte, ja, der muss immer viel trainieren, seine Arme trainieren, ja, weil er keine Beine mehr hat, ja, muss er viele seine Arme trainieren, ja. Ja, das hat er gemacht, ja, Gary Sinise, ja, hat viele seine Arme trainiert, ja, aber Ende wurde alles wieder gut. So, Smartwatches, also ich halte von Apple Watch nichts, erstmal ist sie eckig, zweitens ist der Akku jeden Tag leer. Und drittens ist die Uhr ja immer dunkel, weil die Beleuchtung geht ja immer aus, sonst wäre der Akku noch schneller leer. Und dann habt ihr mal so ein schwarzes Ding am Baumeln. Die sah sieht mal aus, ist sie kaputt oder ist das normal so, ja? Also ich finde die Uhr ausgesprochen hässlich. Aluminiumgehäuse ist auch, macht ihr einmal so, klatsch, ist es kaputt. Habt ihr Kratzer drin oder Dellen reingehauen, weil Aluminium mal zu weich ist fürs Material, ja? Das Armband sieht aus wie Hello Kitty. Also ich weiß nicht, warum die Leute sich die Uhr kaufen. Ja, vielleicht als Supersportler oder als Freeclimber, wenn er da irgendwo im unbekannten Gelände am Berg hängt, dann könnte er noch irgendwie so eine SMS mit Koordinaten rausschicken und dann kommt irgend so ein kommen so ein paar Söldnertruppen von wie heißt er, Jewgeni Prigoschin oder sowas, ja, vielleicht Wagner-Truppen und die holen euch raus, ja. Wenn ihr vorher gut bezahlt habt, ja. Ansonsten würde ich sagen, für so ein Otto Normal Büro, ja, Heini, gibt ihr nicht viel her, ja. Die Bärte braucht man nicht. Aber es geht auch besser. Und zwar habe ich mir die mal gekauft hier. Das ist eine Casio G-Shock. Die kostet so knapp 400 Raten. Und die kann im Grunde fast alles, was die Apple Watch auch kann, außer Internet surfen und telefonieren. Vom Internet surfen finde ich aber das Display auch von Uhren ein bisschen klein, ja. Da sieht man nicht so viel, also selbst mit Brille nicht mehr, ja. Ich kenne, mein letzter Wille, eine Frau mit Brille, ja. Ja, das bringt nicht so viel. Und hier, die kann auch E-Mails, kann die machen, glaube ich sogar, das geht, das funktioniert. Die ist relativ einfach einzurichten und hat
Eine App, die auch wirklich funktioniert, ein Knopfdruck funktioniert, ist beim ersten Mal immer. Und ich finde, die hat ein sehr schönes, immer sichtbares Display. Und ich kann da sogar ohne Brille, kann ich das noch alles ablesen, sogar Datum und Tag, ja, 13.05.1557, ja, und 19 Sekunden, ja, jetzt sind schon mehr, ja. Und der Akku hält wochenlang. Ja, also einmal aufgeladen, habt ihr wochenlang Freude und die hat sogar Solar. Also ich finde die Uhr, sieht ja halt aus wie eine G-Shock und die ist ziemlich fett und die kann auch Sauerstoffsättigung, Herzfrequenz und Schlafrhythmus und hast du nicht gesehen, brauche ich alles nicht. Aber ich finde die eigentlich okay. Die hat ein schönes Display und ist für eine sehr leicht und sehr robust für eine Smartwatch. Finde ich persönlich viel besser wie eine Apple Watch. Jetzt gibt es hier auch von Garmin. So ähnlich, ja. Die sollen sogar besser sein, sagen viele. Weiß ich nicht. Ich habe die nicht gehabt, weil ich kaufe von Garmin gar nichts mehr, weil ich habe drei kaputte Navis gehabt von Garmin und hatte eine Menge Ärger mit der Firma und deswegen packt er nicht mehr an, ja. Garmin ist für mich für immer tot, die kaufe ich nicht mehr von, ja. Selbst wenn die mir eine Uhr schenken würden, würde ich sagen, ihr könnt ihr behalten. Steckt ihr euch irgendwo hin, wo die Sonne niemals scheint. Die Firma kann ich nicht leiden, ja. Im Neuwagen gekauft und zweimal Navi auswechseln lassen und das dritte ist auch schon wieder kaputt. Und ich hatte auch mal ein gekauftes Navi für an die Scheibe zu pappen und es war auch kaputt, ja. Also und vor allen Dingen dead on arrival, ja. Also ausgepackt, eingeschaltet und geht nicht, ja. AEG-Brille. Auspacken, einschalten geht nicht, ja. Sowas kann ich nicht leiden. Scheiß Qualitätskontrolle. Und wenn ich das einmal gehabt habe bei so einer Firma, dann habe ich keinen Bock mehr drauf, ja. Dann kaufe ich das nicht mehr. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass eigentlich fast alle Uhren auf der Welt, egal was man kauft, man sieht sich nach mehreren Monaten dran satt. Komischerweise ist mir das bei einem Uhrendesign noch nie passiert. Und zwar bei dem Uhrendesign der Rolex Submariner. Submariner oder wie sie genannt wird, ja. Die klassische Taucheruhr gibt es aber seit 80 Jahren. Wird von 1000 Herstellern heute nachgebaut, als Hommage. Und eine solche Uhr finde ich zeitlos schön. Und da war ich vor 40 Jahren als kleiner Bengel schon geil drauf, als ich in Düsseldorf auf der Köhe an einem Juwelierschein gesagt habe, Papa, die will ich haben, ja. Kannst du mir die kaufen? Kostete damals rund 22.000 Mark. Und ja, mein Papa hatte da in dem Moment nicht genug Kleingeld dabei, ja. Also, oder der Juwelier konnte die großen Scheine nicht wechseln. Also ich habe die nicht bekommen und ich habe die auch bis heute nicht, weil es mir sonst zu teuer ist, ja. Und ich will die mal als, ja, als Hommage zeigen. Die klassische Submariner, die ist hier aus China und zwar von Panis. Und das Uhrwerk, was da drin ist, das läuft im Moment nicht. Ah, jetzt läuft. Das ist ein Uhrwerk von Seagull, ein chinesisches Uhrwerk. So sieht eine Taucheruhr aus. Jetzt in absolut klassischem Schwarz. So, laufen tut sie jetzt. Sie will nicht laufen. Warum läuft sie nicht? Ja, die ist natürlich die schon Jahre am stehen geblieben, ja. Aber ne, so richtig bewegen will sie sich nicht. Ich mache die jetzt mal im Handaufzug. Damit ihr mal sehen könnt, wie die läuft. So, jetzt ist sie aufgezogen. Also, da ist ein Siegerlaufwerk drin. So, und jetzt läuft er auch, ja. So sieht eine Taucheruhr aus, in Schwarz, relativ dick, automatisches Werk. Und ich kann nur jedem sagen, das war damals einer meiner ersten Automatikuhren. Ich hatte immer Quarzuhren und ich weiß noch, wie mein Opa immer sagte, die tickt ja gar nicht, die kannst wegschmeißen, ja, kaputt. Weil er hatte immer mechanische Uhren und damals von Seiko oder Citizen. Und ja, also eine Quarzuhr, das war mit Batterie und so, das war nicht seine Welt, ja. Und im Grunde hat er recht, weil ja, eine Quarzuhr ist eine tote Uhr, ja. Da ist ja so ein Quarz drin und ein Schrittmotor. Das ist im Grunde wie ja, Elektronik, ja, ist das lebt nicht. Aber wenn ihr sowas mal getragen habt, erstmal ist es größer und schwerer und ihr spürt die Vibration von den Schwungrädern da drin und das hat irgendwie wie ein Haustier, ja, das lebt.
Ja, das müsst ihr nicht füttern, sondern aufziehen, aber irgendwie hat er als Automatikwerker irgendwie was Lebendiges an sich, ja? Also man fühlt irgendwo, die Uhr, die lebt, ja? Die ist nicht tot, die lebt. Und jetzt gibt es diese Uhren ja in wahnsinnig vielen Varianten und Farben und Formen, ja? Um jetzt mal eigentlich die schönste zu zeigen, finde ich zumindest, die es heute leider nicht mehr zu kaufen gibt. Das ist die Seiko 5 und zwar mit der Krone auf 3 Uhr. Heute haben die Krone alle auf 16 Uhr, auf 4 Uhr. Ja, mit schwarzem Zifferblatt, die gibt es auch noch mit blauem Zifferblatt. Die haben wir noch eine Tagesanzeige drin. Ja, auch die Uhr muss erstmal noch rappeln, damit sie läuft. Ja, jetzt rollt sie auch an, so langsam, ja. Finde ich persönlich somit die schönste Hommage für die Taucheruhr, vor allem mit der Pepsi-Lünette, also Rot-Blau-Lünette, ja. Pepsi-Lünette, so nennt man das, ja. Finde ich große Klasse, kann ich auch nur empfehlen, gibt es heute allerdings nur noch in einer anderen Variante. Die habe ich auch, die zeige ich auch mal. Und das ist dann die mit der Krone auf 4 Uhr. Finde ich persönlich nicht ganz so schön, ja. Aber ist auch okay. Seiko 5. Kostenpunkt so um die zwischen 300 und 500 Euro. Da habt ihr eine sehr, 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 sehr schöne zuverlässige Uhr mit dem NR35 Anton-Kaliber von Seiko. Und da macht ihr eigentlich nie irgendwas mit falsch. Jetzt werden diese Taucheruhren natürlich auch nachgemacht von amerikanischen Herstellern. Ich will dir nochmal eine Seiko zeigen. Die finde ich besonders schön, weil die oben im Zifferblatt blau ist und nach unten dunkler wird. Ja, das ist auch ein NR35-Kaliber. Ja, auch ganz toll, finde ich. Und dann haben wir die Nachbauten davon. Es gibt einen Knallerhersteller, der nennt sich Invicta. Und die machen diese Uhren sehr groß, im 48er Kaliber. Auch da habt ihr ein Automatikkaliber von Seiko verbaut oder eins von Miyota, von Citizen Miyota. Und auch hier eine zeitlos schöne Uhr, wohl halt sehr groß und sehr, sehr schwer, ja. Die gibt es aber in verschiedenen Größen und dann gibt es auch mit 43, mit 40, da ist sie nicht ganz so wuchtig, ja. Und im Laufe der Zeit bin ich dann hingegangen und habe gesagt, okay, ich will die auch in allen Farben mal haben und dann hat man nochmal eine 48er Invicta in Blau gekauft. Das sieht jetzt aber hier eher schwarz aus, ist aber blau. Auch ein riesen Apparillo, ja. 48. So, und jetzt ganz vor kurzem bin ich dann nach hingegangen und gesagt, okay, ich habe die an allen Farben, aber wo ich die nicht hatte, ist in Orange. In Orange habe ich die nicht so einfach gefunden, dann habe ich eine Cestrian genommen. Das ist eine englische Firma, aber auch ein Seiko NR35A Kaliber. Und naja, was soll ich sagen? Also so schlecht ist die auch nicht, ja. Kostet 180 Euro, ja. So, und das ist auch eine Uhr, die ich empfehlen würde für Anfänger, die sagen wir mal zum Beispiel sagen, ich habe noch nie eine Automatikuhr gehabt, ich will das mal probieren. Für 180 Euro seid ihr dabei und habt ihr einen wirklich schönen Automaten, mit dem wir arbeiten können. Aber am allerschönsten und ich finde auch am besten, und die habe ich jetzt heute reinbekommen, und zwar ist das eine Gigande. Die wird sogar in Deutschland gecased, also die wird in Deutschland zusammengebaut. Auch hier haben wir ein Seiko NR35 Anton Kaliber. Die hat einen 43er Diameter. Die ist also recht klein und handlich und die hat ein echtes Saphirglas. Und dafür, dass sie in Deutschland gecased wird, finde ich die Uhr für 2,99 bei Amazon im Moment ein richtiger Knaller. Das ist für relativ kleines Geld eine richtig gute Uhr und mit dem echten Saphirglas. Und das kann man auch sehen, das wirkt dann deutlich klarer und edler, wenn man da drauf guckt, als beispielsweise, wenn ihr nur Mineralglas habt. Also, ist ein bisschen teurer wie Invicta oder wie andere, aber noch nicht ganz so teuer wie Seiko. Und aber mindestens genauso gut. Ja, also kann ich absolut empfehlen.
wenn ihr das Taucheruhr-Design haben wollt. Nun gibt es natürlich auch Leute, die sagen, ach nee, so eine scheiß Automatikuhr, das ist nicht meine Welt, die muss man immer aufziehen, dann bleibt die immer stehen. Und wenn der 31. ist und der Monat hat nur 30 Tage, dann muss man das Datum auch nachstellen und im Februar sowieso. Und ja, es ist irgendwo lästig und es macht es nicht gerne und die sind auch zu groß und zu schwer und es ist nicht meine Welt, kann man sagen, ja. So, dann gibt es aber trotzdem noch Alternativen und zwar baut Citizen jetzt die Taucheruhren hier in einem wunderschönen Rot, ja. Zwar leider wieder mit der Krone auf 4 Uhr, aber es gibt auch Leute, die finden das geil. Und diese Uhr ist eine Quarzuhr. Wir haben hier eine Solarzelle drin eingebaut, die sieht man aber nicht. Und wenn ihr die in die Sonne legt, dann habt ihr für 6 Monate Power und die Uhr läuft 6 Monate durch mit Akku. Ja, kann man aber nur in der Sonne aufladen. Ist kein Ladegerät oder sowas anzuschließen, das geht nicht. Aber wenn ihr die in die Sonne packt, dann habt ihr ein halbes Jahr Spaß damit, ja. Die ist sehr leicht, die Uhr, auch nicht so riesig dick. Und vom Diameter auch so 42, glaube ich, oder 43. Also auch noch tragbar für Leute, die nicht so riesen, dicke, fette Handgelenke haben wie ich, weil es sind ziemlich viel breite Knochen hier. Wenn ihr so dünne Handgelenke habt, dann ist natürlich eine 45er vielleicht schon zu groß. Ja, so bei mir ist so 48, 47 kann ich gerade nur eben noch tragen, ist aber die Grenze. Aber alles, was kleiner ist als 42, ist in meinem Handgelenk dann zu klein. Aber das ist bei jedem etwas anders, ja. Jetzt kostet die aber auch schon so irgendwie, ja, die Citizen, also um die 170, 180 Euro. Wenn ihr jetzt aber sagt, nee, alles viel zu teuer und ich will eine Taucheruhr haben, die aussieht wie eine Taucheruhr, aber die soll ganz billig sein und kein Automat, dann gibt es noch eine schöne Alternative für weniger als 70 Euro. Und die ist auch erst ein paar Tage alt, von Casio. Schau mal, wie toll die ist. Für 68, 66 Euro, ja. Also ein richtiger Knaller. Sieht richtig toll aus. Mit der Pepsi-Lünette wieder. Ist eine richtig klasse Uhr. Für 68 Euro. Wahnsinn. Ja, richtig gut gelungen von Casio. Kann ich absolut empfehlen. Ist eine Quarzuhr natürlich, aber für das wenige Geld ist eine richtig schöne Uhr, ein richtig schönes Zifferblatt, ist richtig toll, ja. Kann man nichts mit falsch machen für 68 Euro. Kann also die Taucheruhren empfehlen, man sieht sich eigentlich nie satt dran und wenn man die in allen Farben hat, ist immer toll, ja. Und ich finde es auch besser als die echte, weil von der echten kann man sich höchstens eine leisten, es sei denn, man ist Milliardär. Und wenn man da nur eine hat, ist das ein bisschen popelig. Also ich habe jetzt insgesamt 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja. 10. Und das ist bestimmt noch nicht die letzte, da kommen noch ein paar dabei, ja. Also, das Design ist zeitlos schön, man guckt sich daran nicht satt und da macht man eigentlich nichts falsch, bin ich mal, weil man die in 40 Jahren immer noch tragen kann, wenn sie noch dann noch funktioniert. Aber ich würde immer dazu raten, ja, sozusagen, ja, immer dazu raten, einen Automaten mal zu versuchen, zumindest. Weil dann habt ihr ein lebendiges Uhrwerk und dann das Gewicht und die Größe, da gewöhnt man sich schnell dran, ja. Jetzt ist ja auch mal diese Counselor gesehen mit Michael Fassbender, ja. Und er hat eine, in Amsterdam einen Diamanten gekauft für seine Freundin, die wollte ja heiraten, und einen Diamantring. Natürlich von niemand anderem als von Bruno Ganz. Der war der Diamantenverkäufer. Und dann sagt er, ja, wie viel Karat hat er denn? Ja, das ist 3,9. Oh, das ist teuer, ja. Aber ich habe auch Angst, der ist zu groß, weil dann traut die sich nicht, den zu tragen. Darauf sagte der Bruno Ganz dann, die sind mutiger, als sie denken, ja. Die Frauen. Ja, gutes Verkaufsgespräch. Ja, schau es mal an, den Counselor mit Bruno Ganz und Michael Fassbender, ja. Ein fantastischer Film mit genialen Dialogen, ja. Ja,
Und ich will Ihnen mal zeigen, wir haben da natürlich auch einen Uhrenbeweger, ja, der die Uhren auf Trab hält, denn der läuft bei mir nur so gut wie nie, ja. Aber so habt ihr Ding mal gesehen, ein chinesischer Uhrenbeweger für japanische Uhrwerke, ja. Funktioniert. Ja, also an die Einbrecher. Direkt neben meinem Uhrenbeweger, meiner Uhrenschatulle, da liegt meine sehr schnell griffbereit und durchgeladen meine CX4 Sturmgewehr von Beretta, ja. Ja, und dann müsst ihr dazu auch noch wissen, ich schlafe grundsätzlich nackt, weil ich habe jede Nacht 3-4 Mal Sex. Ich kann es nicht ändern, weil die jungen Frauen in meinem Bett, die fragen danach, ja. Und ich habe am Anfang immer so einen Schlafanzug getragen und wenn ich morgens aufgewacht war, hat mir die Hose wieder runtergezogen und dann habe ich gesagt, okay, es bringt sowieso nichts, lass die Hose einfach weg und seitdem schlafe ich komplett nackt. Wenn ihr dann es schaffen solltet, bis zu meiner Uhrenschatulle durchzudringen, dann habt ihr da einen nackten Mann vor euch stehen mit einem Beretta CX4 Sturmgewehr. Ihr schaut in den Lauf an dem Sturmgewehr und unten seht ihr so ein riesen Ding, ja, so ein. Ja, und ich habe das mal gehört, dass das letzte Bild, was man kurz vor seinem Ableben, ja, weil ihr werdet das Bild nicht lange sehen, das ist nur für so einen Bruchteil von einer Sekunde, dann macht ihr die Augen für immer zu, ja. Und letztes Bild brennt sich irgendwo ein in das Gehirn und das seht ihr dann in alle Ewigkeit lebensgroß vor euch, also mal im geistigen Auge, ja, wenn ihr da ins Himmel- oder Höllenreich einfahrt, dann habt ihr das Bild immer so vor euch, ja. Also so wollt ihr nicht sterben, ja. ja, so viel zum Thema, so viel zum Thema Armbanduhren. Kann also nur jedem diese Rolex Submariner Design empfehlen. Und die Hommage, da finde ich auch nichts Schlimmes dran, weil man kann das Design mögen, aber man muss nicht Rolex mögen, ja. Selbst wenn man sich das leisten könnte, also bei den Uhren, die ich alle schon gehabt habe, wenn ich das Geld zusammengehalten hätte, ja, und dann hätte ich mir schon längst eine Rolex kaufen können, weil ich habe mehr Geld für 500 Uhren ausgegeben, wie eine Rolex kostet, ja. Das wäre gar nicht so das Problem gewesen, aber es wäre eben nur eine möglich gewesen und ich bin eben so ein Uhrendealer, der eben halt ständig neue kauft und ständig wieder welche verkauft und mir geht auch schon mal eine kaputt, ja. Wenn besoffen auf die Schnauze gefallen bin oder sowas, ja. Oder die ist mal runtergefallen oder was weiß ich, war. Oder ich wach morgens auf und wo ist meine Uhr, ja. Wo ist mein Auto, ja. Kann passieren, ja. Und deswegen ist die Uhr dann einfach für mich dann zu teuer und der Verlust wäre zu umfangreich. Und wenn ich nur eine einzige hätte, ich glaube, die würde ich dann gar nicht tragen, weil ich brauche immer so eine Reserveuhr und so eine Schonuhr. Ich würde sagen, also die ziehe ich eigentlich nie an und ganz, ganz selten, aber die, das ist so Reserveuhr, ja. Und am liebsten habe ich auch noch die Vize-Reserveuhr und die Reserveuhr für die Reserveuhr der Reserveuhr, ja. Und man eine weitere Reserveuhr, ja. Eine Reserveuhr für die anderen drei Reserveuhren, ja. Den Tick habe ich als kleines Kind schon gehabt. Ich habe selbst mit dem Spielzeug immer Reservespielzeug gehabt. Also mit dem guten Spielzeug habe ich nicht gespielt, sondern mit dem schlechten. Ja, das Gute, das habe ich weggepackt im Schrank und da durfte nichts rankommen, ja. Ja, ist natürlich blöd, weil als Kind denkt man, dass man ewig mit dem Spielzeug spielt, aber nach ein paar Jahren wird man größer und dann braucht man es nicht mehr. Und dann kam der Papa mit so einem Müllsack und hat es da reingehauen und dann ging es in eine Tonne rein, ja. Ja, da hat man also jahrelang nicht damit gespielt und hat gedacht, da kommt noch Kratzer drauf oder so. Also pack das mal weg. Aber irgendwann war es dann in den Mülltonnen, ja. Schade eigentlich, ja. Hätte ich mal damit gespielt. Aber so ist das Leben, ja. Mit nur einer einzigen Uhr, da bin ich auch nicht mehr glücklich, ja. Also ich habe jetzt zurzeit noch 13, aber das ist noch nicht das Ende, ja. Also da kommen noch ein paar dabei. In diesem Sinne, ich wünsche euch etwas sehr, sehr Schönes und
Ja, überlegt einfach mal, kauft doch mal eine Automatikuhr, ja? Spürt mal das pulsierende Leben eines Seiko NA35 Kalibers, ja? Und wenn ihr es einmal gespürt habt, das ist so wie, ja, wie sagt man, die Pringles-Reklame früher, einmal gepoppt, nie mehr gestoppt, ja? Also das ist, ihr werdet sie lieben, ja? Einmal einen Automaten und dann spürt ihr das Leben, die Kraft der zwei Herzen, bum, bum, Doppelherz, ja? Und ihr denkt am Anfang, dass ihr den Herzrhythmus stören, aber das ist die Uhr, ja? Ja, und wenn ihr die ans Ohr haltet und ihr seid nicht so taub wie ich, dann könnt ihr, dann tickt, die tickt auch, ja? Die tickt ja, ja? Die kann man hören, die läuft, ja, die tickt. Ja, und wenn das Schwungrad sich so dreht, das ist auch irgendwo so ein Gefühl, das kann man nicht beschreiben, das muss man selbst erlebt haben, ja? Also, ich würde auf jeden Fall empfehlen, das mal zu probieren. Man muss ja nicht direkt eine echte Submariner kaufen oder eine Yachtmaster oder sowas, ja, für 25.000 Euro. Da fängt man mal mit was Kleinem an. Irgendwie so 150, so eine Invicta oder so eine, weiß ich was, ja, keine Ahnung, so ein Billigding, ja. Und probiert ihr einfach mal aus. Und wenn ihr sagt, ah, geil, das ist schön, ja, dann habt ihr irgendwann auch so ein Uhrenbeweger mit 10, 12, 15 Uhren drin und seid dann pleite, genau wie ich. Ich wünsche euch etwas sehr, sehr Schönes. Macht gut, bis zum nächsten Mal.